Hi und herzlich willkommen hier zum Wochenabschluss Nummer 2 für den Monat Juni. Ja, und was soll ich sagen? Die Woche war wieder voller Ausgaben und es geht auch nächste Woche eigentlich ganz gut weiter mit den Ausgaben, also zumindest was Geschenke betrifft. Ja, und genau, ich wollte euch nochmal erzählen, meine Erkältung ist fast weg. Ich habe noch ein bisschen Rotznase, aber das zieht sich ja meistens immer ja, ewig lange durch. Aber das geht. Und ja, zumindest ist jetzt endlich mal wieder mein Taschentuchvorrat so ein bisschen aufgebraucht worden, weil ich hatte noch ganz viele Tempotaschentücher da. Die hatte ich irgendwie mal gekauft in so einem riesen Vorratspack. Und ich war jetzt, ich glaube, das letzte Mal, ich weiß gar nicht, mit einer Erkältung 2021 oder so. Also irgendwie auf jeden Fall zu Corona-Zeiten. Da war ich dann auch ja, in Quarantäne und so. Da hatte ich dann Corona und da war ich das letzte Mal halt krank mit einer Erkältung. Ja, ich glaube, es war Ende im Dezember 21 war das, glaube ich. Oder 22, irgendwie so. Auf jeden Fall schon lange her. Deswegen, genau, war ich das jetzt überhaupt nicht mehr gewohnt. Aber es war irgendwie klar, wir haben uns, glaube ich, da auf der Arbeit alle gegenseitig angesteckt. Da ging das einmal reihum, jeder hatte das irgendwie mal. Ja, und da bin ich dann leider nicht verschont geblieben. Aber ja, ist, glaube ich, auch klar, ne? Man ist da, ich sag mal, ich habe zwar ein eigenes Büro, aber man teilt sich ja trotzdem die Türklinken und die Küche und die Toilette. Und ja, man weiß ja, wie das dann ist, ne? Da kommt man, glaube ich, nicht drumherum. Ich sag mal, selbst zu Corona-Zeiten damals hat man sich angesteckt, obwohl man überall nur mit Maske rumgelatscht ist und Menschenmassen vermieden hat und Abstand gehalten hat und so. Und irgendwie hat man es dann trotzdem gekriegt. Naja, auf jeden Fall ist es fast überstanden. Der Nacken tut nicht mehr weh. Ich bin ein bisschen eingeschränkt noch. Also ich kann noch nicht so ganz nach links. Da ist irgendwie noch so eine Blockade drin. Aber solange es nicht wehtut, ist mir das auch egal. Ich starte dann demnach jetzt Montag auch wieder mit dem Sport. Ich hatte dann jetzt deshalb wegen diesem ganzen Gedönse ausgesetzt und fühle mich schon ein bisschen, ja, schwabbelig irgendwie. So ist das ja manchmal. Keine Ahnung, wenn man dann irgendwas regelmäßig macht und dann macht man es nicht, ja, fühlt man sich irgendwie so ein bisschen unausgeglichen oder, ja, irgendwie denkt man so von der Psyche her, da hat sich dann irgendwie was verändert, obwohl es nicht der Fall ist. Ja, naja, man macht es ja dann auch, oder für mich ist das mit dem Sport ja auch so ein Wohlfühlding und ein Abschalten und sowas. Und wenn man das dann jetzt die ganze Zeit nicht hatte, ja. Ich muss auch sagen, in letzter Zeit war auch ein bisschen alles immer so stressig und ich glaube, da kam mir eine Pause auch mal ganz recht, obwohl es da mit einer Krankheit verbunden war, aber was soll's. Genau, und ja, nochmal ein kurzes Update zu Nala. Nala hat leider nicht aufgehört zu erbrechen. Ich bin jetzt gerade im Moment noch ein bisschen am Rumprobieren, weil der Arzt hat ja gesagt, sie hat einen Vitamin B12-Mangel. Das kann halt, oder schließt auf eine Dysfunktion im Darm. Daher kann auch das Erbrechen kommen. Wenn das Erbrechen mit der Gabe von Vitamin B12 nicht aufhört, dann müssten wir halt Narkose und Endoskopie und so weiter und so fort. Das will ich natürlich irgendwie mit allen Mitteln vermeiden, weil sie halt schon alt ist, das immer ein extrem hohes Risiko ist, gerade bei einer älteren Katze. Und deswegen versuche ich jetzt erstmal, ob es mit der Supplementierung von Vitamin B12 besser wird. Ich habe das jetzt bei Amazon gefunden und gekauft in Tropfenform. Erschien mir dann ein bisschen einfacher, als ihr irgendwie eine Tablette zu geben oder die zu zerbröseln und dann irgendwie mit einer Spritze in den Mund oder so. Und hatte es vorher allerdings mit einer Vitaminpaste versucht. Es gibt so, die Leute, die Katzen haben, kennen das bestimmt. Von Gimpet, glaube ich, ist die Marke, gibt es so Vitaminpasten für verschiedene Sachen. Anti-Hairball und schönes Fell und was weiß ich was. Es gibt aber halt auch einfach Vitaminpasten, wo halt Vitamine drin sind. Es gibt aber auch eine Paste, die ist extra für Seniorenkatzen, wo halt nochmal wichtige Vitamine drin sind, damit halt ja alles am Laufen bleibt. Und da ist unter anderem auch Vitamin B12 drin, höher dosiert als bei allen anderen Vitaminpasten. Und das habe ich jetzt mal gekauft. Das ist auch gar nicht so günstig. Das ist so groß wie so eine kleine
Zahnpastatube und kostet jetzt bei Fressnapf irgendwie 6 Euro. Ich habe dann ein bisschen Rabatt gekriegt wegen der App. Bei Zooplus allerdings kostet das 4,95 €. Da habe ich schon geguckt. Das heißt, wenn ich jetzt Ende des Monats wieder bestelle, werde ich da ein paar von mitbestellen, weil die Nala ist ja extrem, extrem mäkelig und ich habe ihr diese Paste gegeben. Oder wollte sie ihr geben und sie hat sie halt nicht genommen. Sie hat sich sofort weggedreht. Die Lilly ist dann natürlich volle Kanne drauf abgefahren. Die hat mich angesprungen und keine Ahnung was. Und dann habe ich die Nala ein bisschen zu ihrem Glück gezwungen und habe ihr davon halt was in den Mund reingespritzt. Und da hat sie dann gemerkt, das schmeckt ja doch gut. Und jetzt ist sie da ganz gierig drauf, was sehr gut ist. Aber die Paste hat leider nicht dazu geführt, dass sie aufhört, sich zu übergeben. Und deswegen habe ich dann das Vitamin B12 jetzt gekauft, die Tropfen. Menschen sollen davon 2 Tropfen am Tag nehmen. Ich habe ihr jetzt morgens, also ich mache das jetzt seit gestern, habe ich ihr, wir haben heute Sonntag, den 16.06., habe ich ihr jetzt immer morgens auf diese Paste, auf diese Vitaminpaste einen Tropfen gegeben und oder so einen halben Tropfen. Ne? Ich weiß jetzt auch nicht, ob man das überdosieren kann. Ich glaube nicht. Also der Arzt hat da zumindest nichts gesagt. Und abends habe ich ihr dann jetzt auch mit der Paste dann nochmal so einen halben Tropfen von diesem Vitamin B12 drauf gemacht. Und das nimmt sie auch. Diese Tropfen schmecken nach Erdbeere. Also ja. Sie scheint es zu mögen. Oder zumindest nicht zu verschmähen, weil dieser eine Tropfen auf dieser Paste drauf ist. Also ich habe ja schon alles bei meinen Katzen erlebt. Von daher bin ich da ganz froh. Ja, und da wird jetzt, ich warte da jetzt ein paar Tage. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis sowas in so einem kleinen Körper anschlägt. Und wenn dann aber die Kotzerei nicht aufhört, dann ja, müssen wir leider zum Tierarzt, weil ja, das ist halt. Ist halt irgendwie scheiße, ne? Also ihr geht's so gut, aber ich glaube nicht, dass es angenehm ist und wir müssen ja die Ursache finden. Nicht, dass es doch irgendwie was Schlimmeres ist und am Ende, ja, ist es zu spät oder ich weiß es nicht. Also das möchte ich mir gar nicht ausmalen. Deswegen teste ich das jetzt noch, ich würde sagen eine Woche. Und wenn es dann nicht besser wird, dann rufe ich beim Arzt an und dann gucken wir, wie es weitergeht. Genau. Ja. Und ja, so viel dazu. Ich meine, ne, ich schreibe ja immer dabei, dass es halt auch ein Vlog ist. Das heißt, ihr erfahrt dann natürlich hier in den Wochenabschlüssen immer so ein bisschen was aus meinem Leben. Und es fragen ja auch immer ganz viele, deshalb ja, möchte ich euch da auch gerne auf dem Laufenden halten. Weil das ist natürlich auch, oder sind natürlich auch immer Sachen, die auch mein Budget natürlich beeinflussen. Ne? Das heißt, für Haustiere ist diese Woche viel draufgegangen, sage ich mal. Dieses Zeug, alles ist teuer. Ich hoffe, es nützt am Ende auch was, weil ich sag mal, Geld ist mir bei meinen Tieren wirklich absolut total egal. Also es hat noch nie eine Rolle gespielt. Da würde ich auch einen Kredit für aufnehmen oder meinen bestehenden erhöhen oder sonst irgendwas. Das wäre mir wirklich sowas von egal. Aber es wäre halt schön, ich kann dann einfach besser schlafen, wenn ich weiß, meinen Tieren geht's gut. Ja, genau. Und ja, ich würde sagen, wir starten doch jetzt mal mit meinen Zahlen. Das war nämlich nicht wenig. Und bringen dann mal das Budget ein bisschen auf Vordermann oder die Woche. Und ich aktualisiere dann nochmal aus der ersten Woche. Da war ja der Einkauf nicht mit dabei, weil ich ja außerplanmäßig später wegen meinem Nacken einkaufen gegangen bin, aktualisieren wir das dann auch nochmal, damit das Budget halt vollständig und korrekt ist. Und ja, so viel kann ich sagen. Also was mein Lebensmittelbudget betrifft, bin ich wirklich richtig stolz auf mich oder richtig froh, wie ich das so, ja, wie das so funktioniert, wie ich das so manage mittlerweile. Und weil früher war es halt so, ich habe einfach gekauft, mir war das total egal, was das am Ende kostet. Ich habe einfach meine Kreditkarte hingelegt und ja, also wenn da mal so Fragen kamen, ja, was hast du für deinen Einkauf bezahlt oder so, keine Ahnung, wusste ich immer nie, das war mir auch immer egal. Mittlerweile ist das nicht mehr so und das finde ich richtig, richtig gut, vor allem weil ich sehe, wie viel ich sparen kann. Weil ich mir ausrechne, wie die Zukunft vielleicht aussieht und das finde ich doch sehr, sehr klasse. Ich würde sagen, wir wechseln einmal in die gewohnte Ansicht und ich sage bis gleich.
Und da sind wir auch schon wieder. Und ich sage hallo, ihr Lieben, hi und herzlich willkommen hier zum Wochenabschluss Nummer 2 für den Monat Juni. Ja, wir starten mal direkt rein. Erzählt habe ich ja gerade schon genug. Und aktualisieren hier zuallererst mal. Huch, ich verschiebe hier alles. So, ist das noch alles richtig? Muss mal eben gucken. Ja, so, ne? Okay, wir aktualisieren mal oder füllen hier einmal nochmal die erste Woche. Da habe ich ausgegeben, oh Gott, bei Kaufland, Moment. Ich muss nochmal eben ganz kurz in mein schlaues Büchlein schauen. Ist ja richtig gut vorbereitet. So, 29,60 €. Ich habe ja ein Budget von monatlich 140 € für Lebensmittel, wenn der Monat 4 Wochen hat, also 35 € die Woche. Und jetzt ziehe ich die 29,60 € hier einmal ab, damit ich einfach sehe, wie viel Budget ich dann noch für den Monat übrig habe. Und das sind dann 110,40 €. Genau. So, und dann würde ich sagen, starten wir doch direkt einmal durch. Ich war wieder bei Kaufland einkaufen und habe bezahlt 30,92 €. Also wieder richtig schön unter meinem Budget. Also ich mache jetzt da keinen Wettbewerb draus, irgendwie, dass ich jetzt irgendwie zwanghaft unter meinem Budget bleibe oder so. Nicht, dass ihr das jetzt denkt. Das ist jetzt einfach so passiert. Ich war ja ein bisschen angeschlagen, habe dadurch auch viele Sachen noch im Kühlschrank gehabt. Ich bin jetzt auch nicht so, wenn da das Mindesthaltbarkeitsdatum irgendwie erreicht oder überschritten wird, dass ich das wegschmeiße. Also ich esse das dann durchaus noch weiter. Von daher, genau, waren die Einkäufe relativ gering. Mal gucken, nächste Woche, ich habe schon das Prospekt bekommen, das neue. Da habe ich schon gesehen, dass ich wieder so ein, zwei, drei Sachen auf Vorrat kaufen könnte. Da würde dann auch wieder mein Vorratsbudget ein bisschen angefasst werden, weil da war ich jetzt nicht dran. Da habe ich nichts ausgegeben und somit sind wir da immer noch bei 35,58 €. So, Taschengeld habe ich einmal mir in der Pause was mitbringen lassen. So ein Laugenstange und was zu trinken. Ich schreibe mal auf Pause. Dann weiß ich das ja. Und da habe ich 2 € bezahlt oder 2 € gegeben. Und dann sind noch übrig 7,58 €. Mal nochmal schön. So. Dann Online-Einkäufe habe ich nichts bezahlt. Demnach sind noch die 3,92 € da. DM war ich noch nicht. Wollte ich aber noch. Was ist denn heute los? Also irgendwie kriege ich das hier heute nicht so schick hin. Da wollte ich aber noch hin nach DM. Ich konnte mich jetzt irgendwie nur noch nicht aufraffen. Ich weiß auch nicht wieso. Da wollte ich nämlich dann für die 20 € dann einfach ein paar Sachen im Vorrat kaufen. Ich hatte mir aufgeschrieben, Zahnpasta im Vorrat, Glasreiniger im Vorrat. Und dann hört es schon auf. Also ich habe es mir ja nicht umsonst aufgeschrieben, aber ein paar Sachen, die ich. Ach so, hier. Mundspülung im Vorrat, sowas halt, ne? Alles das, was man im Vorrat kaufen kann, was jetzt nicht schlecht wird. Dafür wollte ich dann die 20 € ausgeben. Und der Einkaufszettel ist gar nicht mal so klein. Und das sind ja alles Eigenmarkenprodukte von DM, also Balea oder Denk mit oder so, je nachdem, welches Produkt das ist. Und da kriege ich echt richtig viel für die 20 €. Also, das ist wirklich nicht schlecht. Deswegen da mal gucken. Vielleicht mache ich das nächste Woche. Mal schauen. Genau, so. Zusätzliche Einnahmen hatte ich keine und jetzt geht's los. Spartöpfe. Da habe ich ausgegeben
Einmal für Geschenke. Ich kürze das mal ab, weil das sind drei Posten. Für Geschenke habe ich 50 Euro ausgegeben. Mein Opa hatte ja Geburtstag. Und dann haben wir so eine Blume gekauft. Ich weiß jetzt nicht mehr den Namen. Für einen Garten, so eine zum Einpflanzen. Und da haben wir dann halt Geld dran gesteckt, ne? Mein Opa ist 92 geworden, also richtig schönes Alter. Richtig, richtig geiler, schöner Tag war das. Wir waren essen in so einem, bei so einem Italiener, der draußen halt Tische hatte, auf so einem Marktplatz, sag ich mal. Wo natürlich kein Markt zu dem Zeitpunkt war, es war ja ein Sonntag. Und da war auch direkt ein Kinderspielplatz, so konnten mein Neffe und meine Nichte und alle anderen Kinder, die noch da waren, halt super spielen. Also mein Neffe und meine Nichten so. Und genau, das Wetter war, ja, war gut. Also wir hatten Sonne und dann halt mal wieder nicht. Dann war man froh, weil die Sonne echt geknallt hat und man halt kein T-Shirt anhatte, weil es dann wieder zu kalt war. Aber es war wirklich richtig schön, richtig toller Tag. Und ja, halt dieses draußen sitzen war halt auch mal, ja, besser als sonst, wenn wir dann irgendwie drinnen irgendwo gesessen haben und dann, ne, irgendwie, das war halt richtig cool, war richtig schön. Genau, da waren die 50 Euro für mein Opa. Und dann Haustiere habe ich bezahlt 45 Euro für das Vitamin B12 und diese Vitaminpasten und so. Da habe ich dann, als ich gesehen habe, der Nala schmeckt es dann, direkt noch mal ein paar Stück geholt. Und dann habe ich noch ausgegeben für die Wohnung noch mal, Wohnung 20 Euro. Da war ich nämlich noch mal, ich hatte ja jetzt noch mal so ein Aufräumen, Aussortier, Ordnungskick gekriegt. Und da hatte ich noch mal zwei so Kisten geholt, um Sachen einzusortieren. Ich hatte meine ganzen Kabel mal jetzt auseinanderklamüsert und sortiert und das, was ich für wichtig erachte, behalten. Und mir vorgenommen, wenn ich da innerhalb eines Jahres an keinem einzigen Kabel mehr dran war, dass ich die dann alle mal irgendwie wegschmeiße oder so, oder vielleicht nur, weiß ich nicht, eins von jedem behalte oder so, ich weiß es nicht. Es sind halt so Kabel, die sich halt mit der Zeit angesammelt haben, ne? So Stromkabel für Monitore und Drucker und was weiß ich nicht alles, was man da halt so hat, Netzwerkkabel und so weiter und so fort, HDMI-Kabel, 1 Million Stück. Genau, und da habe ich jetzt einen ganzen großen, wirklich einen richtig großen Teil, einen so einen kleinen Müllsack entsorgt und dafür halt diese Kisten gebraucht nochmal, die ich dann gekauft habe. Um die da halt einzusortieren und die haben jetzt aber keine 20 Euro gekostet. Was habe ich denn da noch gekauft? Ach ja, genau. Und ich habe noch einen Bilderrahmen gekauft. Der ist so, ich glaube, 50 cm breit oder sowas. Da passen halt drei Fotos nebeneinander rein, weil ich habe hier Fotos von meinem Neffen und von meinen Entschuldigung, von meinem Neffen und von meinen zwei Nichten stehen auf meiner Kommode. Und das war mir alles zu durcheinander mit diesen einzelnen Bilderrahmen. Und ich habe es ja immer gerne so ein bisschen clean und geordnet. Und deswegen habe ich daraus jetzt halt einen großen gemacht, den man halt an der Wand aufhängt und die anderen kleinen, die da alle standen, alle weggetan. Und dann halt in den großen halt rein. Und da habe ich dann die aktuellen Fotos genommen, weil ich hatte halt insgesamt fünf oder sechs Fotos da stehen. Immer so jedes Jahr, wo die dann im Kindergarten oder in der Schule gemacht wurden. Und das wurde mir jetzt langsam zu viel. Und jetzt habe ich diesen einen Bilderrahmen geholt, wo halt alle drei Kinder reinpassen. Und wo ich die Fotos dann halt immer austausche. Wenn ich dann wieder aktuelle bekomme, kommen die dann halt da rein. Und so ist es halt wieder clean und schön und aufgeräumt. Und da freue ich mich drüber. Deswegen noch der Bilderrahmen. Genau. Ja, und da waren die Ausgaben dann für die Wohnung dann auch wieder mit dabei. Und das war's. Genau. Und ich denke, das ist auch genug. Weil hier, das hat ganz schön gelitten. Ich habe auch hoffentlich alles eingetragen. Ich gucke noch mal eben ganz kurz nach. Haustiere, genau, ist drin. Geschenke ist auch drin. Und Wohnung, auch noch mal gucken. Habe ich auch eingetragen. Ja, dann ist alles gut. Ja, die Wohnung hat mich jetzt ein bisschen was gekostet, aber
Ich sag mal, dafür ist es ja da, dafür habe ich es ja zurückgelegt. Und ich freue mich immer, wenn es in meinen Schränken ordentlich ist, also auch in den Schränken. Ich war noch nie der Typ, der irgendwie Sachen da einfach so reinballert und dann Tür zu und nie wieder auf oder so. Also ich habe es auch gern da ordentlich. Genau, und das habe ich jetzt geschafft. Und somit, ja, denke ich, ist das für die Wohnung erstmal in Ordnung. Denke ich mal, ja. Ja, liebe Leute, dann sind wir durch mit der zweiten Woche. Ich freue mich, dass dieser Monat nur 4 Wochen hat. Und genau, so kann es weitergehen. Nächste Woche gibt es schon Gehalt. Da geht es dann los hier mit der Budgetplanung für den Juli, den ich richtig schön finde. Da wird das Ganze dann hier mit Leben und mit Zahlen gefüllt. Ja, auch wenn ich mir das jetzt so angucke, ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig drauf. Ja, und ach so, wenn ich das jetzt hier gerade sehe, Sonnenbank. Da wollte ich mal gucken, wie lange mein Vertrag da noch läuft. Und dann mal in mich gehen, ob ich da nicht erstmal kündige. Nicht, weil ich nicht mehr zur Sonnenbank gehen möchte. Ich gönne mir das gerne, zumal ich ja auch nie in den Urlaub fahre oder sowas. Aber ich habe jetzt gesehen, mittlerweile haben die Angebote, dass man einen Vertrag abschließt, der genauso teuer ist wie mein jetziger, den man aber jederzeit, also jeden Monat kündigen kann. Und ich bin da jetzt, ich glaube, 24 Monate gebunden. Ich muss den Vertrag nochmal rausholen und dann nochmal gucken. Wenn ja, dann läuft er noch bis nächstes Jahr, was jetzt nicht schlimm ist. Aber dann überlege ich mir den erstmal pro forma zu kündigen, weil dann hätte ich doch lieber so ein Angebot, wo ich jederzeit kündigen kann. Ne, weil vielleicht bin ich irgendwann mal so, dass ich sage, ich möchte da gar nicht mehr drauf gehen oder sowas oder ich habe die Zeit nicht mehr oder wie auch immer. Und dann wäre das blöd, in so einem Vertrag zu stecken. Und dann hätte ich doch lieber einen Vertrag, wo ich jederzeit kündigen kann. Deswegen wollte ich mir das mal angucken. Und vielleicht ist es ja auch mal so, na, dass ich, ja, keine Ahnung, irgendwann mir denke, weil ich war jetzt zum Beispiel 2 Wochen nicht. Einfach einmal habe ich mich ja nicht gut gefühlt, da war ich krank, da habe ich wirklich echt keinen Bock gehabt. Und jetzt am vergangenen jetzigen Samstag, da war das auch. Ich wollte einfach nur, ich war noch ein bisschen angeschlagen und hatte einfach Lust, nach Hause zu gehen und nicht noch irgendwie unter die Sonnenbank. Und deswegen, genau, da gucke ich aber mal, wie das da ist, ne? Ja, liebe Leute, dann sind wir fertig hier für die zweite Woche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch. Und ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie für euch die zweite Woche war. Ob das auch, ja, ich sag mal, einerseits gut gelaufen ist, so wie bei mir, andererseits aber trotzdem kostenintensiv war. Aber nun gut, dafür legt man das Geld zurück. Was soll man machen? Manche Dinge müssen halt einfach sein. Genau, schreibt es mir gerne in die Kommentare und ansonsten freue ich mich. Jetzt am Donnerstag kommt die Budgetplanung für den Monat Juli und hoffe, da schaltet ihr auch wieder ein, da seid ihr wieder mit dabei. Und ja, ich sage bis dahin, alles Gute, ihr Lieben, bleibt gesund. Tschüss, ihr Lieben, ciao.